Hallo liebe Taschenmesserfreunde und Steel-Nerds, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um ein besonderes, außergewöhnliches Messer, das mir von der Claudia vom Messerkontor zur Verfügung gestellt wurde. Deshalb blende ich hier in diesem Video auch tatsächlich Werbung ein. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du mir das mal rübergeschickt hast und ich darüber mal etwas berichten darf. Denn da komme ich später zu. Diese Art von Messer trifft im Moment genau mein Beuteschema. Das Finch Nocturnal. Finch ist ja eine Marke, die gar nicht so sehr verbreitet ist hier in Deutschland und die man auch gar nicht so sehr hier bekommt, so gut so bekommen kann hier. Im Messerkontor gibt es immer wieder verschiedene Versionen, die sehr, sehr schnell weg sind. Das heißt, wenn man sich dann tatsächlich in eine verliebt und eine haben möchte, dann sollte man relativ schnell reagieren. Also nochmal, ganz lieben Dank, Claudia, für dieses Messer. Es kommt tatsächlich noch ein zweites Video zu einem anderen Messer, was ich auch zu Hause habe. Es wird wahrscheinlich ein bisschen kürzeres Video als dieses hier, aber dennoch eins nach dem anderen sozusagen. Ja, ihr Lieben, dann lasst uns mal anfangen. Das Finch Nocturnal. Warum Nocturnal? Erstmal zum Namen. Das ist so ein kleines bisschen, vermute ich mal, dem oder der Klingenform geschuldet. Denn wenn man jetzt diese Klingenform hier nimmt und ich hoffe, der Fokus schafft das auch, jawohl, und das Ganze nochmal so auf die andere Seite setzt, dann sieht es ein bisschen aus wie ein Fledermaus oder ein Fledermausflügel. Ich vermute, dass deshalb auch dieses Messer eben so benannt wurde. Was ist das für ein Messer? Es ist, diese Version ist das Nocturnal in der Fat Carbon Dark Matter Blue. Man sieht hier tatsächlich, wenn der Fokus mitspielt, sieht man, das ist das typische Shredded oder Marbled Carbon von diesem Dark Matter mit blauen Einlässen drin. Sieht super, super schön aus. Ich stehe da momentan total drauf. Habe tatsächlich auch ein paar einzelne Messer, die dieses Material verwenden und kürzlich auch hier und da mal vorgestellt, zumindest in Shorts oder auch auf Instagram. Da muss noch einiges kommen. Ich habe momentan echt sehr wenig Zeit und an der Stelle gleich mal eine kleine Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, denn es ist wirklich, die letzten 8, 9 Wochen waren der Irrsinn. Letzte Woche wurde ich auch noch krank, das hört man wahrscheinlich auch noch ein bisschen und von daher versuche ich jetzt nach und nach das Ganze abzuarbeiten, was da sich da aufgelistet hat an Projekten, Videoideen, die ich noch machen möchte. Das Shield, was ihr hier seht, wenn wir gerade mal am Griff sind, ist Glow in the Dark. Das heißt tatsächlich, es leuchtet, wenn man es vorher bestrahlt mit der Taschenlampe oder mit UV-Licht oder sowas. Eine ganz nette kleine Gelegenheit. Zu dem Shield kommen wir gleich nochmal zurück. Der Stahl, habt ihr eben schon gesehen, ist 14C28N und 14C28N ist meines Erachtens einer der besten Budget-Stähle, die man so bekommen kann. Vielleicht nicht so super schnitthaltig wie beispielsweise einige pulvermetallurgischen Stähle, aber immer schnitthaltig genug und sehr, sehr tough, sehr robust und lässt sich auch sehr gut nachschärfen. Die Verarbeitung dieses Messers ist wirklich sehr, sehr gut. Also man findet wirklich eigentlich keine Mängel groß daran. Ja, das ist mittig, die Action läuft unglaublich schön. Der Titan-Clip, der hinten dran sitzt, passt sich toll in die Form ein und ist sehr passgenau gemacht. Man findet nirgendwo Lücken oder sonst irgendwas. Es fühlt sich einfach großartig an. Gebaut wird dieses Messer übrigens von QSP. Und da wissen wir ja, die können tatsächlich was. Zum kleinen Größenvergleich lege ich euch erstmal als allererstes ein Victorinox Pioneer Alox hin, mal offen, damit ihr seht, dass dieses Finch Nocturnal gar kein so ein allzu großes Messer ist. Es ist eher zu den kompakteren Messern zu zählen. Die Daten erzähle ich euch jetzt nicht alle, die blende ich gleich ein bisschen ein. Deshalb lasse ich dieses Bild jetzt mal kurz stehen. Ansonsten muss man dazu sagen, dass diese Art von Messer schon außergewöhnlich sind. Wir haben hier erstmal eine außergewöhnliche Klingenform. Ja, das sieht man ja schon mal, weil das ist im Endeffekt ein Harpoon-Wharncliffe-Hybrid.
wenn man das so sagen will. Sieht erstmal etwas schräg aus, wenn man das so auf Fotos sieht, aber ganz im Ernst, je öfter man das in die Hand nimmt, desto besser gefällt einem das, wie das ganze Messer insgesamt übrigens. Dieser Harpunenteil hier bietet sich wunderbar als Daumenrampe an, wenn man das Messer eben in diesem Griff hält. Und wenn man das Messer so im Utility-Griff hält, kann man da sehr schön den Zeigefinger drauflegen, beziehungsweise man kann vorne übergreifen. Das ist eine Klinge, die vielleicht, wie gesagt, ein bisschen außergewöhnlich aussieht, aber super nützlich ist, muss man tatsächlich sagen. Ich habe nichts damit geschnitten, denn das Messer geht ja wieder zurück. Das ist ja nur geliehen. Mir kommt das aber vor, dass es nicht so 100% perfekt scharf geschliffen ist. Macht aber überhaupt nichts. 14C28N lässt sich hervorragend selbst schärfen. Und meistens reicht es sogar mal ein bisschen über einen Strop, das abzuziehen. Schon hat man da wirklich eine Rasierschärfe dabei. Das ist aber das Einzige, was mir vielleicht ein kleines bisschen negativ aufgefallen ist. Wobei ich sagen muss, so richtig, das ist nur ein sehr subjektiver Eindruck. Denn wie gesagt, ich habe ja nichts damit geschnitten und ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich so ist. Aber ja, so die ersten Tests. Also könnte sein, dass da noch ein bisschen was geht. Aber es ist definitiv nicht stumpf. Also das bleibt schon hängen, wenn man es am Fingernageltest eben mal ausprobiert. Wir haben hier gewissermaßen eine Kombination aus klassischem Pattern. Ja, das ist ja auch ganz typisch für Finch. Klassisches Pattern, was man hier eben auch im Griff wieder so sieht, und einer modernen Technik, modernen Materialien. Und das holt mich momentan super ab. Das ist wirklich so in den letzten Wochen oder Monaten so echt so ein bisschen mein Ding geworden. Ich habe mich ja auch so, muss ich sagen, ein bisschen in Jack Wolf Knives verknallt. Mittlerweile sind zwei in meiner Sammlung. Kommt gleich auch eins nochmal hier im Vergleich mit in das Video rein. Da müsste ich eigentlich auch nochmal Videos zu machen. Das ist genauso mein Ding. Irgendwie bin ich ein bisschen weggekommen von den ganzen super modernen Flippern. Und tralala, ich bin immer noch ein riesengroßer Spyderco-Fan zum Beispiel oder Kaiser. Die beiden sind ja wirklich immer noch Knallermarken für mich. Aber diese schlichte Eleganz, die sie in diesen traditionellen Pattern eben findet, die hat mich doch so ein bisschen mitgenommen in der letzten Zeit. Und hier kann man zwar nicht von schlichter Eleganz reden, aber schon von einer gewissen Eleganz. Alleine schon wegen dieses Griffs und des Griffsmaterials und vor allem auch wegen dieses Shields. Denn das ist ganz, ganz typisch für die klassischen traditionellen Pattern, dass wir solche Shields haben. Diese Art von Messer kennt man vielleicht von Peña Knives. Die machen ja sowas, so traditionelle Designs in ganz modernen Materialien und moderner Technik. Das ist natürlich Jack Wolf. Ja, das ist genau typisch dafür. Einige Modelle von Böker. Und ich bin mal so frei und blende euch einfach mal jetzt hier gleich ein paar Bilder ein von den Messern, von denen ich denke, dass es so diese Art von Messer ist, die wir hier auch vorliegen haben. Ich habe dann mal geschaut, was habe ich denn in der Sammlung, was so ungefähr vergleichbar wäre. Und das war gar nicht so leicht. Erstmal bin ich an die Größe gegangen. Okay, wir haben beispielsweise hier ein O-Knife Splint. Ja, hat von der Klingenform durch diesen Clippoint was Klassisches, ist aber eher ein modernes Messer, ist von der Größe her sehr ähnlich, wie ihr seht. Aber nicht wirklich so von dem Typ des Messers vergleichbar. Ja, ein anderes wäre dann direkt zu QSP zu gehen, also gewissermaßen eine gewisse Familienähnlichkeit und den Penguin anzugucken. Da haben wir natürlich eine bisschen Ähnlichkeit in der Klinge durch den Sheepsfoot. Wir haben eine sehr gerade, sachliche Griffform. Und wir haben hier auch so eine Art, naja, es ist kein echtes Carbon Fiber, also es ist ein bisschen so dieses simulierte. Aber das kommt schon ein bisschen näher so von diesem
klassischen ran, aber es ist doch eher ein moderneres Messer. Also auch wieder nicht. Dann dachte ich mir vielleicht Civivi, das Yonda als neues Messer, aber ja, nimmt auch eine eher Sachlichkeit an, aber auch nee, nicht, passt nicht wirklich. Von der Größe her würde das Bugout Mini passen von Benchmade, hier mal auch mit einem Kohlefasermodell, aber nee, auch viel zu modernes Messer, obwohl es auch nicht sehr ausgeflippt ist. Thema ausgeflippt, wie wäre es denn mit dem Civivi und zwar mit dem McKenna? Ja, schon auch ähnlich, außergewöhnlich im Design, aber natürlich kein klassisches Pattern, also auch wieder nichts. Dann dachte ich mir, okay, Concept Mini Accipiter. Ja, das hat durch das Burlap-Mikata ein bisschen, aber nee, eigentlich auch nicht. Also die waren es dann doch nicht. Die sind alle so ungefähr gleich groß. Das ist alles so diese Kompaktgröße, die wir hier bei dem Nocturnal von Finch auch haben. Dann dachte ich mir, okay, es gibt aber auch noch ein paar andere in meiner Sammlung. Also vielleicht ein Böker Cox Anso. Das ist ja auch ein eher klassisches Design, so ein bisschen. Nee. Lockt zwar, ja, wir haben hier ein Frame-Lock bei diesem Modell, aber und wir haben von der Klinge eine gewisse Ähnlichkeit, von der Größe sowieso, aber auch, nee, doch ein bisschen moderner gehalten. Ebenso von der Größe auch sehr ähnlich und von der Klinge vielleicht auch wirklich sehr ähnlich. Dieses Real Steel, aber auch, nee, modernes Messer, Slip Joint, passt auch nicht so sehr. Ja, es muss ein klassisches Moment dabei sein. Es muss ein klassisches Element dabei haben im Design. Ich dachte mir, Axial Ensi, kompaktes Messer, sehr ähnliche Größe. Verwendungszweck vielleicht auch sehr ähnlich. Wir haben hier einen Titangriff auch wieder. Vielleicht ein bisschen zu modern insgesamt. Nicht wirklich klassisches Pattern. Auch wieder nicht. Ja, dann Concept Warrior. Sehr traditionell irgendwie mit dem langen Bolster, aber auch na, doch eher modern und auch natürlich viel zu groß, um ein vergleichbares Messer zu sein. Wieder nichts. Wir nähern uns so ein kleines bisschen an, aber gleichzeitig kommen wir immer mehr dem Ende zu, weil so viel ist auch nicht mehr da. Was vielleicht gar nicht so schlecht passen würde, ist das Kaiser Feist. Von der Größe her auf jeden Fall vergleichbar. Wir haben natürlich eine andere Klingenform, aber dadurch, dass das ein sehr sachlich, sehr neutrales Messer ist, hat es fast ein bisschen die Erinnerung an, oder weckt es fast ein bisschen Erinnerungen an klassische Patterns. Aber dann auch, nee, so wirklich ähnlich ist es nicht, obwohl es natürlich, und das ist natürlich dann schon was Besonderes, tatsächlich auch ein Einhandöffner ist mit einem Frontflipper. Da haben wir einen Backflipper mit dem Finch. Ja, gut. Dann ist mir noch das eingefallen, das CVV Sandy. Das ist nun wirklich ein klassisches Pattern. Wir haben ja da fast so ein bisschen Coffin Shape und wir haben ein Spay Blade. Das sind klassische Patterns. Wir haben auch einen Backflipper und einen Liner Lock. Von daher, ja, das ist, glaube ich, bisher schon relativ nah dran, obwohl es natürlich vom Design her erstmal ganz anders aussieht. Also, ja, was könnte man denn da noch hinlegen? Und dann dachte ich mir, okay, unter Umständen passt die nächste Gruppe noch ein bisschen besser. Das Fox Liber zum Beispiel. Ja, ziemlich klassische Form. Wir haben hier sogar eine relative Ähnlichkeit in der Griffform, auch Kohlefaser, andere Klingenform natürlich. Das kommt schon ein bisschen ran, allerdings hier Slip Joint, zwei Hände. Vom Konzept her eben auch ein bisschen anders. Das Ähnliche gilt für ein weiteres Messer, was ich super toll finde übrigens und was wirklich ein bisschen Ähnlichkeiten hat, und zwar von Rough Rider das Apta. Das ist diese Version hier. Da sieht man, oh ja, da plötzlich hat man auch vom Design Ähnlichkeiten. Wir haben den nach unten geschwungenen Griff. Wir haben hier auch eine Wharncliffe, zwar keine Poon Wharncliffe. Das ist dann doch vielleicht das etwas modernere da. Wir haben Mikata statt diesem Fat Carbon. Aber so grundsätzlich von der Anmutung sehr, sehr ähnlich. Und das ist ein Messer, das finde ich schon, greift so ziemlich in die ähnlichen Bereiche rein. Allerdings haben wir auch hier Slip Joint. Ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen Slip Joint. Ich finde die sogar richtig cool momentan. Aber naja. Ja, in einen ähnlichen Bereich geht zum Beispiel das JK Swayback Nummer 22. Klassisches Pattern, sehr ähnliche Klinge. Hier haben wir natürlich den Swayback natürlich, dieses Pattern, den Schwung nach oben. Auch ein Slip Joint. Oder auch, und da finden wir natürlich von der Qualität her eher in dem Bereich oder sogar auch ein bisschen drüber, zum Beispiel das Jack Wolf Knife Sharpshooter Jack.
Das haben wir hier in Stock Pattern. Wir haben aber hier Fat Carbon, das heißt tatsächlich, oh, da ist sehr viel Ähnlichkeit drin. Das ist ein Glow übrigens statt Blau. Da haben wir aber hier natürlich eine Clickpoint-Klinge. Ja, grundsätzlich von der Idee sehr ähnlich, passt ganz gut. Noch eine Klasse höher einzusiedeln, meine ich, aber auch ein Slipjoin. So, und jetzt wurde es echt schwer. Kriege ich das tatsächlich hin, ein Messer zu finden, was einen klassischen Ansatz hat von den Pattern, vom Design her und trotzdem kein Slipjoin ist? Und dann sind mir zwei eingefallen. Das einmal ist das Böker, und zwar das Bonfire. Das ist ein ganz klassisch anmutendes Messer. Da sieht man tatsächlich, ja, auf den ersten Blick sehen die ganz anders aus, aber wir haben ein klassisches Pattern im Griff, wir haben ein klassisches Pattern, wenn auch einen anderen in der Klingenform. Aber was wir hier tatsächlich haben, ist zwei klassische Pattern oder ja, mit einem Frontflipper und mit einer modernen Technik, mit einem Linerlock. Da kommen wir also schon nochmal wieder ein bisschen näher. Und nach einiger Zeit, erst völlig von mir übersehen, dachte ich mir, was am allerersten im Vergleich zu dem Nocturnal von Finch passt, ist das CVV Appalachian Drifter. Das ist dieses hier. Backflipper, Griffform, nach unten geschwungen, sehr, sehr ähnlich. Wir haben zwar hinten nicht diese Ecke, die so ein bisschen hier oben dran ist, sondern eher gerundet. Wir haben auch keine Wallcliff, sondern eine Clippoint-Klinge. Und wir haben ein Double Detent, wir haben also keinen Lock, aber wir können das ganze Messer einhändig bedienen. Das ist tatsächlich eine moderne Technik in einem traditionellen Gewand. Und das, finde ich, passt von meiner Sammlung am ehesten zu diesem Finch dazu. Und dennoch sind Unterschiede da. Das heißt, ich müsste wirklich ungefähr 3-4 Messer zusammennehmen, um daraus dieses Finch zu basteln. Und das zeigt, dass das Nocturnal von Finch wirklich schon, ja, etwas außergewöhnlich ist. Und man wird so schnell ein ähnliches Messer nicht wieder finden. Das macht es ganz besonders. Und das macht es auch für mich ganz besonders wertvoll. Es gibt noch ein paar Böker, die auch auf meiner Kaufliste stehen, die auch gar nicht mal so teuer sind, die jetzt gerade erst rausgekommen sind, die ganz ähnliches Konzept verfolgen. Moderne Öffnung, Lock, aber klassische Patterns. Die habe ich leider noch nicht. Die hätte ich gerne mal dem gegenüber gesetzt. Vielleicht mache ich einfach nochmal ein späteres Video ohne dieses hier direkt dazu und zeige dann hier ein Foto, was ich davon gemacht habe, nochmal da im Vergleich. Ja, Fazit. Es muss einem das Design gefallen. Ja, dieses Design des Nocturnals ist nicht alltäglich. Wenn einem das Design gefällt, kriegt man mit dem Nocturnal ein wirklich hervorragend verarbeitetes Messer mit einer tollen Action, das richtig viel Spaß machen kann. Für, ja, nicht ganz einen günstigen Preis, muss man sagen. Also man kriegt diese Messer nicht für unter 100 €, sondern da ist man eher so bei 140 € etwa. Das heißt, das ist schon nicht ganz so günstig. Aber wenn man diese Materialien haben will in dieser Verarbeitung, dann muss man eigentlich fast immer in diesen Bereich reingehen. Und dann kommt das extravagante, außergewöhnliche Design dazu. Gefällt einem das, ist das für mich eine absolute Empfehlung, dieses Messer. Viele werden aber sagen, oh Gott, nee, das ist gar nicht mein Ding. Okay, Geschmäcker sind verschieden, ist doch völlig in Ordnung. Man sollte aber vielleicht tatsächlich mal irgendwo hingehen, wo man das ausprobieren kann und in die Hand nehmen kann. Denn das Messer ist tatsächlich um einiges besser und es gefällt einem um einiges besser, wenn man es in der Hand hat, als wenn man es nur auf Fotos sieht. Ja, abschließend möchte ich nochmal ein kleines bisschen weitere Werbung machen. Und zwar war die Claudia von Messerkontur so nett und hat mir diesen Hintergrund, das ist eigentlich ein Handtuch, mit ins Paket gelegt und hat mir das als kleines Geschenk gegeben. Das fand ich natürlich super schön. Ist ein Handtuch von Woods and Waves. Und das ist ein ganz, ganz tolles Material. Und das ist so ein bisschen wie so ein Hank, nur halt groß. Und mir gefällt das super gut. Ich bin da echt von begeistert. Manchmal sind Hanks ja ein bisschen zu groß. So für die EDC-Hosentasche super, aber um mal am Wochenende wegzureisen oder mal für einen längeren Tag am Picknick unterwegs zu sein, ist manchmal vielleicht ein bisschen klein, so ein typisches Hank. Und dann ist so ein Handtuch, was ja tatsächlich sehr, sehr klein packt. Ja, das ist ja wirklich super klein zusammengepackt, schnell, wenn man das mal so einfach zusammenfaltet, zack, zack, ist es nicht viel größer wie ein Hank im Endeffekt. Und man kann es wunderbar in den Rucksack stecken. Große Empfehlung, schaut euch diese Dinger doch mal an. Ich verlinke das auch nochmal und im Messerkontor gibt es die natürlich auch. Also nochmal ein weiterer kleiner Hinweis auf einen richtig, richtig kleinen Geheimtipp, weil ich habe bis jetzt noch nicht viele Leute mit sowas rumlaufen sehen. Ich finde das echt cool, das Ding. Ja, ihr Lieben, das war mein
kleines Video zu dem Finch Nocturnal. Ich finde es richtig cool. Es wird nicht bei mir bleiben, sondern es geht wieder zurück. Aber von Finch, von der Marke, bin ich eigentlich ziemlich begeistert. Und irgendwann kommt davon auch nochmal was in meine Sammlung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Werdet nicht krank. Es ist nicht schön. Momentan sind unheimlich viele Leute krank. Das ist wohl so zu dieser Zeit. Also passt auf euch auf. Take care. Und bleibt vernünftig mit euren Messern.